So, Leute, einen wunderschönen, ich bin in einem weiteren Let's Play mit dem DJ Hero. Genau, früheren SOK-Mitglied, SOK wurde aufgelöst, war früher mal schöne Need for Speed Gemeinschaft von, was waren wir, knapp 25 bis 36 Mitgliedern. 36 Spitz. Ja. Naja, da war hinterher nicht mehr viel los. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht und die meisten waren Schule, Ausbildung. Gelebst Geld am Arsch. Ja, aber wenn du nicht in Quark kommst, ey. Sorry. Alles meine Schuld. Oh, jahrelang habe ich das Spiel nicht mehr gespielt. Lass es mal 4 Monate sein, ey. Ja, dann kommt schon mal einiges zusammen. Nein! Boah. Ich merke das auch, dass ich das schon lange nicht mehr geballert habe, ey. Ja, wird mal Zeit, ja? Was wird mal Zeit? Nee, muss ich nicht. Hab ich nicht vermisst. Ja, hab ich absolut nicht vermisst, ey. Die ganzen tollen Spezialeffekte. Gabius? Spezialeffekt. Ja, Lags und dann hast du mal ein paar Hacker drin. Oder jede Menge Bugs. Das ist eine Ecke, die da gar nicht hingehört. Du hast mir ein Schild hingeschmissen, das war 2 Tonnen schwer. Ach so, ja, Entschuldigung, tut mir leid. Oder tut mir nicht leid, keine Ahnung, aber ich weiß noch nicht, was du da hinten machst, mal mit Fahren. Hat das wenig zu tun. Ja, ich gebe ja Gas, aber mein... Die ging noch gleich polizeilich an. Keine Ahnung. Ah, nein! Ich müsste vielleicht mal. Da hat sich die Karre an die Mauer gefressen, Alter. Hammer, ey. Och, einen Rundkurs hat er uns rausgesucht. Nee, doch nicht, einen Sprint. Ja, Chlor. Ja. Und Chlor? Erstmal zum Warmlaufen. Ah. Ja, lange Zeit war es her, wo ich dieses göttliche Spiel gespielt habe. Hero Remade of. Hero, was hast du denn die ganze Zeit so, weil man ja nicht mehr viel mit World oder irgendjemanden zum Spielen hatte, in diesem Spiel, die noch einigermaßen kein Geld ausgegeben haben, jetzt, ja gut, du auch, hast du ein bisschen mit deinem alten Account drin, was hast du denn so die ganze Zeit gemacht? Ich hab beispielsweise dem echt guten Let's Player Bureau Swishes die ganzen Let's Plays abgeschaut und abgekaut. Abgekaut. Machen Spaß. Und was ich noch in der Zeit gemacht habe, ja, ich habe halt eine Freundin und dann habe ich halt noch 1-2 Spiele gefunden, die wo vielleicht von der Dynamik des Spiels etwas verbessert ist als Hero, suchst uns direkt die nächste Strecke aus, weil mit dem Aufnahmeprogramm hier, weißt du ja, ich musste gerade das Spiel nochmal neu starten zum dritten Mal, weil das Spiel abschmiert ist und ja, World hat sich also nichts geändert. Ah, nicht schlecht hier, okay, cool, ja, ja, nicht schlecht. Es wäre auf jeden Fall sehenswert, wenn ihr euch auch mal diese Let's Plays anguckt. Oh, da habe ich was Schönes. Oder wollen wir Hastings fahren? Hastings gibt's. Willst du? Mit Silvia? Ach komm, scheiß drauf. Haben wir mal gerne gemacht. hast halt mal Zeit. Ja, habe ich halt mal Zeit, genau. Spielt ja. Alter Schwede. Ist ja Silvia auf Hastings, Leute, das wird mal wieder eine Show, ey. Das ist Bulettenschieben für Hartz-IV-Rein. Ist aber schön, dass der Hero für mich schmeichelt, für mich und meinen Account. Also. Ja, ich sag ja halt, ich bin so, wie ich bin. Und ich bin nicht so. Ich ja, bin nicht aufs Maul gefallen. Ich sag auch, was hast du nicht gesehen? Und Hauptsache, es kommt irgendwas raus. Ne? So, jetzt geht's auch schon fast los. Wenn jetzt nach diesem 0.00 das Spiel endlich mal weiterlädt. Ah, das dauert ja wieder ewig. Was ich mir jetzt so gedacht hätte, ist. Los, sind wir schon drinnen, geil! Let's get ready to drive, baby! Oh, da hat er das gekriegt. Ja, ich hab dich gerade unterbrochen irgendwie. Erzähl doch mal weiter. Ja, was soll ich großartig erzählen? Ja, dann halt nicht. Was ich jetzt vorhab, ist vielleicht... Ja, fahren verlernt man schnell. Weil man auch andere Spiele spielt, wo die Fahrdynamik besser ist.
Ja, das stimmt allerdings. Wie zum Beispiel auch Hot Pursuit, wo ihr euch auf Virus Visions angucken könnt. Oder Virus, was machst du da? Auf jeden Fall. Oder Most Wanted ist auch kein schlechtes Spiel. Müsstet ihr euch auch erstmal angucken. Bei Virus Visions. Nein, ich mache keinen. Alter Schleimer, ey. Wie gesagt, ich habe das Spiel ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde es mir auch nie zulegen, weil der Virus schon spielt und es mir schon langt. Spaß beiseite. Also ich kann eigentlich immer dazwischen sehen, das Most Wanted, das erste für die PS2, gibt's auch halt für Computer. Das habe ich mir besorgt, weil ich das für Konsole nicht mehr habe. Es wurde mir mal stibitzt. Und also für PC macht das richtig Laune und macht richtig Spaß. Nur ist es halt nicht mehr online spielbar. Ihr könnt es nur mit WLAN spielen. Das heißt, ihr macht mal im WLAN-Abend, LAN-Abend, LAN-Party. Und wenn ihr, dann könnt ihr das gegeneinander bis zu 2 bis 4 Leuten spielen. Also es macht, es ist so nicht, es macht schon Laune, ohne Scheiß. So, jetzt aber zurück zu Hero. Ja, würde auf jeden Fall wiederkommen. Also ich werde auf jeden Fall entweder dieses Jahr oder noch nächstes Jahr, wenn ich mein Auto früher schon habe und meinen Lappen, werde ich mal zu dir hochgucken und mal Takt mit dir sprechen. Spaß beiseite. Können wir gerne machen. Meine Tür steht dir immer offen. Vielleicht mal eins oder zwei Bierchen trinken. Wenn das immer ein bisschen wenig ist. Was ich jetzt zum Beispiel mache, Fahren verlernt man, habe ich schon gesagt. Was ich jetzt zum Beispiel spiele, was ich auch recht gut empfehlen könnte, auch dem Virus. Aber der hat momentan so viele Spiele, worauf ich mich jetzt auch schon freue, anzuschauen. Was ich jetzt zum Beispiel spiele, ist Test Drive Unlimited 2. Es ist von der Grafik geiler, von der Fahrdynamik. Und es ist online. Das Problem ist, ich habe einen Laptop, der schon 6 Jahre alt ist. Da kannst du natürlich immer viel mitreißen. Und das weiß halt der Virus, auch von den alten Zeiten noch mit SOK etc. Und dann habe ich mir da entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, wenn ich mein Auto früher schon habe, hole ich mir erstmal neue Möbel und einen anständigen Rechner und wahrscheinlich auch noch eine Konsole, wenn alles so passt. Ja, was gibt's noch großartig zu erzählen? Ich arbeite. Ja, ich im Moment nicht. Ich bin ein arbeitsloses Schwein. Im Moment. Ja, ich bin arbeitssuchend und Nee, so gesehen arbeitest du für YouTube. Ja, nee, das noch nicht, soweit bin ich noch nicht. Ja, beauftragt wurdest du noch nicht, aber du arbeitest. Ja, ich arbeite darauf hin, dass ich da mal was kriege. Ja, aber wenn man mal gut Ding muss Weile haben und muss erstmal ein bisschen was passieren auf dem Kanal, so dass man dann irgendwo dann auch mal was ernst genommen wird. Deswegen mache ich mir da noch nicht. Also auf jeden Fall noch Arbeitssuche. Ich werde mich jetzt mal nach einer anderen Wohnung umgucken und mir da mal ein neues Domizil einrichten oder so. Und ja, ist dann halt so ein bisschen. Aber im Moment bin ich dann halt noch, wie gesagt, hier am Let's Play, am Aufnehmen und Hot Pursuit im Moment. Belyevets und auch so ein Ausdauerspiel. Blue habe ich mal angefangen. Zwischendurch, wenn ich mal wieder Bock habe, kommt da mal wieder so eine Folge, weil ist das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so mein Ding. Grafik ist aber spitzenmäßig, muss ich schon sagen. Und man kann es auch auf Multiplayer spielen. Hier, falls du da mal Bock hast, besorgt das Spiel Blue mal, da kann man so richtig mit Power-Ups um sich schmeißen in dem Spiel. Das ist mal so richtig ein Fun-Game. Der Timmy zum Beispiel, der hat das auch. Da sind wir schon 2-3 Mal gefahren miteinander, gegeneinander. Aber dem sein Mikrofon war nicht so toll, dass man hat ihn kaum gehört. Aber ja, wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Und wenn du dann mal irgendwie Zeit hast, dir besorgt dir das Spiel mal. Und da können wir auch mal Multiplayer zu dritt spielen bei Blue. Ja, Steam halt, ne? Steam ist sowieso günstiger wie dein Origin. Da gibt's auch Spiele kostenlos. Also gegen. So ganz beiseite geschoben. Jo. Was gibt noch dazu sagen? Oh, danke, habe ich stehen gelassen. Keine Ahnung, wo du wieder rumeierst da hinten. Ja, lass mich rumeiern. Ich mache gerade Kaffeegrenze. Ich muss tanken, weißt du. Hör mal, du hast mehr Dampf drinne und ich häng dich voll ab, ey. Ja, weißt du, woran es liegt? World. Wie hast du gesagt, vor dem Let's Play hat er gesagt, schieb nicht alles auf World. Und davor hat er gesagt, ja. Ja, es hängt ja alleine an dir, wenn du so viel Müll mitnimmst und wenn du, es ist ja auch so eine Gabe, die nicht jeder kann.
quatschen, zocken, das ist so eine kleine Sache, Multitasking. Ne? Ich kann labern, ich bin nicht so wie Calvin, wo während des Fahrens... Ach Calvin, Calvin gehört doch zum alten Eisen, den kannst du doch schon vergessen, den Kerl. Der, nachdem der nichts mehr kam und nichts mehr von sich hat hören lassen und so weiter und er freiwillig schreit da die Leute ja auch nicht drauf an, habe ich es dann irgendwann sein lassen bei dem, weißt du, das bringt's dann nicht, sowas brauche ich nicht. Ganz ehrlich, also. Und seine komischen Lügenmärchen, die er vorher erzählt hatte, da war er schon irgendwo auch recht lustig. Aber dann, ja. Was ich sagen muss, ich habe nur noch zu, also, zum Shadow Kontakt. Großartig habe ich keinen Kontakt mehr zum Shadow. Also nur schreiben, nur ein bisschen, aber großartig auch nichts. Ja, ich sehe, ja, da schließe ich dich mir mal an. Im Moment hat man von dir ja auch nicht viel gehört, ne, das mal dazu. Wenn du mich heute nicht angeschrieben hättest, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt, oh, jetzt liege ich wie eine Schildkröte auf dem Dach, ey, weil wir so das Taxi umgeschmissen haben. Da muss ich sagen, mal beisteuern, ich habe dieses Jahr meine Lehre absolviert. Schön. Und, ja, das hat man ja gelesen bei Facebook, hast du ja schon Reibach draus gemacht. Ja, muss, ne? So, jetzt habe ich dir mal Platz gemacht. Jetzt nimmt er noch Nitro, was ist das denn für ein Fisch, ey? Hat Angst, dass er verliert, ey. Schnullerbacke. Bei dir habe ich immer Angst. Ja, ich krieg dich, häng dich ja schon wieder am Heck. Noch nicht. Ja, auch guck doch mal. Lieber nicht. Ich hab Angst. Nee, und dann haben wir, ich bin halt noch im Betrieb, also noch, weil es gibt mehrere Problemchen. Ja, das interessiert geil. Das ja, brauchst genau. Du ja nicht erzählen. Ich muss halt recht viele Überstunden schieben und dann bin ich platt. Dann habe ich noch, wie gesagt, meine Freundin, die ab und zu mal bei mir vorbeischaut, ich mal bei ihr. Ist eigentlich recht schön. Was machst du denn da? Hör auf, mir die ganzen Passanten vor die Schnauze zu schieben. Also ich hatte jetzt gerade keine. Ich bin um zwei Passanten, ein Passanten bin ich schön drum rumgefahren. Soll ich dazu noch was sagen? World. Dann war das alte Leiden wieder. Need for Speed World. Wer ist mit Need for Speed World? Hände oben. Ah, wie witzig. Das kann ja keiner sehen. Put your hands in the air. Ja, wie sieht's denn aus mit den Videos? Machst du überhaupt noch zu DJ? DJ? Oh, also, wenn man mich... Ja, nö, klar, warum nicht? Es ist ein Hobby. Das war das erste Hobby, was ich hatte. Ich habe halt angefangen mit Musik machen und so. Und mehr oder hat sich das so ergeben, dass ich in einem Ort gewohnt hingezogen bin, wo einer war. Und dann bin ich mal dann abends über den Weg gelaufen. Ich so, was machst du denn? Wo bist du? Ja, hier, DJ, Musik machen, hast du nicht gesehen? Und ich so, oh, nicht schlecht, interessant. Und ja, ich bin nächste Woche, man kann sich gut mit dir unterhalten, dann hast du denn mal ein bisschen mehr oder so was. Und dann hat sich das mehr oder weniger gegeben, dass er mich dann mal eingeladen hat, bei sich zu Hause und dann mal ein bisschen was gezeigt. Und zack, war mein Interesse dann so da und dann hatte ich auch kurzerhand dann ein Mischpult und dann zwei CD-Player, tragbare CD-Player. Damit habe ich angefangen, also das war schon echt eine steinharte Zeit. Da habe ich noch alte Playlists rumfliegen, die ich mir hinterher ausgedruckt. Wir haben richtig viel Partys gemacht, wir haben viel getrunken und also es war eine richtig geile Zeit früher, auf jeden Fall, ey. Und ja, das führe ich auch heute jetzt noch mein DJ-Leben und in dem Radio Galaxy Blue, nicht mehr Radio Galaxy World, sondern Radio Galaxy Blue. So, und ja, hängt alleine von euch ab. Ich meine, ihr könnt ja googeln, dann muss ich euch nicht extra den Link einblinken oder sowas. Einfach mal googeln und dann findet ihr das auch. Falls ihr Lust habt, mal zuzuhören. Meine Features beim Musik hören ist halt Hands Up, Hardcore, Hardstyle, Psytrance, House, Elektro, bisschen Dubstep und ja. Ne? So, dann brauche ich jetzt die Maus wieder dafür. So, Hero, das war jetzt mal zwei Runden Hastings. Dieses Let's Play ist Schluss. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Also,